Indianer. Alles gefunden. Ja, ja, kein Problem. Ja, siehst du, die Schlange steht. Das ist der Andreas. Ja, Andreas. Wie machen wir es jetzt? Ja. Soll ich dir ganz kurz mal die Räumlichkeiten zeigen? Ja. Ja? Aber ist die Kopie denn vollständig? Man geht davon aus. Ich habe das Gefühl, ich weiß es natürlich tut mir nicht. Leid, das ich weiß jetzt auch nicht, was die für eine Lauflänge das haben müssen. So, das kann ich jetzt so nicht sagen. Nee, ist nicht da hinten. Nee, der Karton liegt hier. Mit den die Schachteln liegen da hinten. Das ist da drüben, einfach geradeaus durchgehen. Das ist die Kopie von nicht. Ja, ne, das sind meine Schachteln gewesen. Diese Teile. Nein. Aber das kann man ja so auf. Das kann man ja so nicht. Das kann ich so nicht. Beim Umwickeln kann ich das nicht. Was ist das, ein Flickstück? Vorspann. Gestern war nur eine Katastrophe, da fehlten 4-5 Minuten am Stück. Oh, ja, das konnte man aber auch nicht wissen. Das kann ich aber jetzt hier auch nicht wissen. Das kann ich jetzt hier nein, nicht, aber nicht hören. Ne? Also ich gehe davon aus, dass das schon alles... Also hoffen wir mal, dass es... Es tut mir leid, entschuldige. Können wir jetzt nicht machen. Das ist jetzt so, wie es ist. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier hoch. Scheiße. Na gut. Das Zentrum des gesamten Kölner Filmgeschehens. Hallo, Karin. Das ist der Thomas, der Markus, Werner, Werner. Ist noch ein Werner da? Nee, Werner. Dreimal Werner, dreimal. Ja. Hier hinten ist der Blacky. Ja. Hallo. Etwas älteres Semester. Na, was heißt älter? Der ist mein Sohn, ihr seid meine Enkel. Ja. Ist er schon wieder blind. Was willst du denn zu trinken? Wasser, Bier? Erstmal nur Wasser. Wasser, gut, okay. Haben wir da? Erstmal dem Werner noch einen Platz reservieren. Die letzte Reihe und die vierte Reihe ist reserviert. Also die vierte ganze. Ist es denn voll? Es wird ziemlich voll. Es wird wahrscheinlich sogar ausverkauft sein. Und wie viel sind das dann? 200. Das ist ja toll. Und wenn das dann ausverkauft, dann nehme ich keinen Platz weg. Das ist ja klar. Also einen Platz können wir dir schon reservieren. Das ist übrigens der Rainer hier noch. Ne? Hallo. Der Werner. Ja. So, wir gehen jetzt nach vorne. Zuvor etwas Organisatorisches. Wenn noch freie Plätze sind, bitte nach innen aufrücken, damit die Leute, die noch keinen richtigen Sitzplatz haben, nachrücken können. Und wir zeigen morgen um 20 Uhr als Zusatzveranstaltung nochmal zur Sache Schätzchen, also nicht 21 Uhr, sondern 20 Uhr. Und die Karten können heute schon gekauft werden, die kosten 5 Euro. Es empfiehlt sich. Zumal sich auch dieses Buch, es wird böse Ende empfiehlt, aber dazu später. Und jetzt begrüße ich Werner Enke. Ablauf des Abends. Wir sehen zuerst den Film nicht vor mir liegen und danach Werner Enke im Gespräch. Und ja. Okay, dann quatschen wir hinterher ein bisschen. Ne? Okay, viel Spaß erstmal. Jo, viel Spaß. Also, jetzt erstmal so, ich bin also, eigentlich, wenn ich heute noch Filme spielen müsste, dann könnte ich nur noch diesen einen Typen, den es da immer so in amerikanischen Filmen gibt, der immer nur noch, der da so durch die Gegend läuft. Wir haben vorhin oben überlegt, welcher Film das ist und wir sind drauf gekommen, ich glaube, Stunde der Komödianten. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt mit Richard Burton und Liz Taylor. Das war im Kino gar nicht so ein großer Erfolg, war aber ein toller Film. Und das spielt dann irgendwie... Lauter, ja? Du musst es halten. Halt mir das dahin. Ja. Und da rennt dann immer so einer rum und so ein Oller, der ist so 10 Jahre jünger als ich heute bin, der ist schon 50 und der schwitzt immer und der wird dann auch als allererster umgebracht. Also das könnte ich heute noch spielen. Und sonst schwitze ich eben nach wie vor, wie damals, als wir die Filme gemacht haben, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich habe es auch gemerkt, ich hatte ihm versprochen, eine nagelneue Kopie, war aber leider nicht. Und nur so Kleinigkeiten, dass man eben nicht richtig verstanden hat, wie die Jungs da in dieses Filmstudio kommen. Da fehlten so 2-3 Sätze. Oder wie die Gieler mit mir ins Kaufhaus kommt. Das gibt,
das fehlte ihm leider und dann bin ich also total in Schwitzen gekommen, tut mir leid. Da ist einfach nur noch eine simple Sache, da sagt der Kneipenwirt, der Gila, der Charlie hat hier angerufen, du sollst an den Hintereingang vom Kaufhaus kommen und dann ist sie da. Ne, aber wenn es im Film ihm fehlt, es geht um jeden Millimeter, dann ist man so ein bisschen, versteht man das nicht. Ist keinem Kritiker aufgefallen, dass der Film gewisse Ressentiments gegenüber der Polizei in Deutschland hat? Polizei. Ob das keinem aufgefallen ist? Als die Premiere in Berlin war, in Hamburg war, da waren hunderte von Metern ganz um das Kino rum abgesperrt. Die Polizei hatte Angst vor diesem Film irgendwie, weil der erste Film, zur Sache Schätzchen, irgendwie das Ganze, was damals so war, mit in Bewegung gesetzt hatte. Die hatten gewaltige Angst vor dem Film. Die Moorsünder von Hermann Löns. Wo ist die Kantine? Nix Kantine, vorwärts. Wie viel hast denn du? 15 Jahre verschleppte Beamtenbeleidigung. Weiter jetzt. Der ganze Kram damals, der hat ungefähr 1963 in Schwabing angefangen. Da hatte einfach ein junger Mann Gitarre auf der Straße gespielt. Und dann kamen die Polizisten und haben den weggeräumt. Und die Leute, die rumstanden, die haben natürlich Partei für den Gitarrespieler ergriffen. Und so irgendwie fing das an. Und ungefähr so 1964, 65 saß ich einfach auf der Leopoldstraße. Da waren um das Café Nest rum so Blumentöpfe aufgebaut. Und da kam vom Siegestor her so 16 Pferde nebeneinander, 50 Dinger tief, 50 Reihen tief und vorne weg der Polizeipräsident. Und so, die Damen und Herren links der Leopoldstraße, bitte sofort die Cafés verlassen, sonst passiert und so weiter. Und ich meine, Kaffee für 30 Pfennig und ein anderer Student auch, wir sagen, nee, wir verlassen hier nicht die Cafés. Aber das wurde ganz schnell ganz brutal. Und nun weiß ich nicht mehr, ob ich die Szene in diesem Film eigentlich machen wollte. Also auf jeden Fall flohen der Student und ich ins Café rein. Und jetzt weiß ich nicht mehr, weil es eben so lange her ist, ob es passiert ist oder ob ich es nur als Szene im Film machen wollte, dass der Einreiter hinter uns hergeritten kam ins Café. Er kam nicht durch die Scheibe, aber es ist so ein Bild. Ich glaube, ich würde mal sagen, er ist vorne abgesprungen und wir beide haben uns im Keller zwischen Bierkisten versteckt und wir waren sehr, sehr froh, dass der uns da unten nicht gefunden hat. Wir wüssten nicht, was passiert wäre. Also solche Dinge sind schon einfach so passiert, würde ich schon mal sagen, als der Joschka Fischer da so in die Patrouille kam und dass man der mal einen Stein geschmissen hat und so, würde ich schon sagen, wer das damals nicht erlebt hat, da ging die Aggression schon von der anderen Seite aus. Also ich war immer ein sehr sanfter Typ, ich habe mich nur mit Worten gewehrt, aber da war schon zu verstehen, dass man vielleicht auch mal Nächste. Stein geschmissen hat. 45, gerade richtig, Nächster. In Ordnung, Nächster. Das reicht ja nicht mal mit, einen Hund zu erledigen. Jawohl, Herr Müller. Abtreten. Nächste. Nächster. 11. Sind Sie verrückt? Der alte Schwung ist hin. Nochmal. Na, Ihnen werde ich zeigen. Zurücktreten. Wieso? Das ist das Prinzip des passiven Schlages. Das ist versuchte Bereitschaftsversetzung. Eine Stunde Extra-Training. Jawohl, Herr Müller. Gestern gab es eine ähnliche Veranstaltung in Bochum. Da lief zur Sache Schätzchen und da hat der Werner auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, es ging eben darum, warum wir irgendwo keine Filme mehr machen. Und ich habe gesagt, irgendwann sind uns die Feinde ausgegangen. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich heute von der Polizei beschützt und ich sehe auch ein, dass wohl jedes Land irgendwie eine Armee haben muss, damit man so ein bisschen so fletschende Zähne hat und so. Das war aber früher nicht so. Und in dem dritten Film, der heißt Hör drauf, Kleiner, da wollte ich wirklich, da war ich schon über 30, da wollte ich die Bundeswehr aus den Angeln nehmen. Das ist natürlich nicht gelungen, ist alles lächerlich. Aber mir sind die Feinde ausgegangen. Ich bin nicht mehr so wütend wie früher. Ich bin auch nicht mehr zu reizen. Aber hier, so bei den ersten, vor allen Dingen bei den ersten beiden Filmen, liegen doch persönliche Erlebnisse zugrunde, dass wir da irgendwie so gegen die Polizei vorgegangen, also ja, uns verteidigt haben. Jungfilm oder Landvermesser? Landvermesser. Weitermachen. Ja. Das ist für Sie, jüngere Leute, gar nicht mehr vorstellbar, dass ich aufgewachsen bin ohne jegliche bewegten Bilder. Wir hatten so Sanella-Bilder, Reklamebilder, und da war dann ein Tiger abgebildet. Das war ein Tiger. Heute kann ein kleines, dreijähriges Mädchen mal auf dem Fernseher schnell drücken, dann hat sie sofort die tollsten Tiger und Elefanten. Und deswegen war das erste Erlebnis, ich war so mit 8 mit meiner Mutter in Bambi
Und wie dieses kleine Bambi-Kids da unterm Baum weinte, weil die Mutter weg, das war so eindrucksvoll für mich, dass ich in dem Moment irgendwie unbedingt Filme haben wollte. Und hat meine Oma mir gezeigt, wenn man also so einen Block nimmt und das so ein bisschen abrollt, das war ja nun hier nicht in diesem Film, das war in Zur Sache, Schätzchen, und das dann so macht und da so Strichmännchen hinmacht, dass die sich bewegen. Und da habe ich dann sofort überzogen und habe 4 Zigarrenkisten vollgezeichnet. Und habe immer so in den Klassenpausen meine Freunde und so in der Schule die Jungs unterhalten. Das habe ich so von 8, 9 und 10 gemacht. Also aus reiner Gier nach bewegten Bildern, das Geld war nicht da, man konnte nicht ununterbrochen ins Kino gehen, habe ich diese Strichmännchen, dieses Daumenkino gezeichnet. Und bewegte Bilder, jetzt, als ich mit dem Zug hierher gekommen bin, war nur das, hatte ich dann dieses kleine Daumenkinnchen für mich zu Hause. Und wenn man mal im Zug saß und wenn draußen so die Landschaften vorbeiflogen an der Fensterscheibe, das waren auch bewegte Bilder. Also es ist für Sie unvorstellbar, was für eine Faszination für so einen kleinen Jungen so in den 50er Jahren, in den 40er Jahren bewegte Bilder überhaupt bedeutet haben. Das ist heute nicht mehr vorstellbar, weil man in der Glotze durch simplen Knopfdruck alles sofort haben kann. Auf dem Universitätsplatz Tennis spielen. Wahrscheinlich haben Sie nichts vor, was? Ist verboten, nichts zu tun. Sie müssen immer nachweisen können, was Sie gerade vorhaben. Na, hören Sie mal. Gammlerin, womöglich ohne festen Wohnsitz. Ich könnte jetzt Ihre Papiere verlangen. Ha, ha, ha. Ich könnte. Es gab damals die Freundin von einem Freund, die fand den ganzen Film scheiße. Es war übrigens sehr schwer, nach unserem ersten Film noch einen zweiten zu drehen. Die Kritiker haben buchstäblich, also Zur Sache, Schätzchen hat irgendetwas Revolutionäres, da war irgendwas, kann man sagen, was man will, irgendwas Revolutionäres war es, nur vielleicht die Sprache, dass einer plötzlich nuschelte. Bis dahin redeten die Schauspieler immer so ganz klar ihre Dialoge zueinander, ich nuschelte. Der Film Zur Sache, Schätzchen sollte überhaupt gar nicht in den Verleih kommen. Der Verleiher hat gesagt, das sollte so eine lustige Sommerkomödie sein. Und dann hat der Verleiher gesagt, der kann ja nicht mal richtig jung sein. Und da haben sie den Film nicht gewollt. Aber bei diesem zweiten Film hatten wir das Problem, dass die Kritiker im Grunde genommen zum zweiten Mal ganz genau dieselbe Revolution, die der erste gemacht hatte, nochmal von uns wollten. Wie soll man denn das machen? Ganz genau, bitte nochmal dieselbe Revolution. Wenn Sie den Rat, den ich jetzt vormache, dann mache ich Ihnen noch einen vor. Dann machen Sie mal vor. Du hast mir mal erzählt, deine 10 Lieblingsfilme. Kriegst du die jetzt noch zusammen? Also einfach mal so, deine 10 Lieblingsfilme von 1 bis 10 in Wertung. Die kriege ich schnell zusammen. Das ist einmal City Lights von Chaplin, aber an zweiter Stelle ist eben schon Mon Oncle von Tati. Tati ist etwas sehr Schwieriges, wenn man den nur von der Glotze kennt, weil der eben ohne Worte gearbeitet hat, sondern nur mit Bild. Und jetzt weiß ich nicht, ob im Publikum Tati so präsent ist irgendwie. Also da ist so zum Beispiel in Tati Schützenfest, ganz zu Anfang kommt der als Postbote da angeradelt, so 200 Meter von der Kamera entfernt und vorne ist ein Bauer und der kämpft da hinten mit irgendwas rum, bums und fährt radelt weiter, das irgendwas ist weg und jetzt fängt ganz vorne der Bauer an mit irgendwas rumzukämpfen. Da ist die Wespe von dem Radfahrer 200 Meter entfernt auf den Bauer nach vorne übergegangen. Und dann fährt der Radfahrer Tati hinten auf seinem Fahrrad weiter und dann ist die Wespe wieder von dem Bauern vorne zu dem Tati hinten gegangen. Sowas sieht man gar nicht im Fernsehen, weil das ist dann zu klein. Also das ist der am meisten verliert, wenn man ihn nur durchs Fernsehen kennengelernt hat. Danke. Ich weiß, wer es war. Jo? Das war Monsieur Lo. Das stimmt. Ja. Nummer 3 ist Außer Atem, ist Godard Außer Atem. Nummer 4 ist Gilet Jim, das kam mir hier auch vor. La 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 la. Nummer 6 sind die Vögel von Hitchcock. Nummer 7 ist, und ich finde, wir haben einen einzigen Deutschen, der da irgendwo mithalten kann mit dem Ganzen, denn das ist Karl Valentin. Und der spricht ja so ein hervorragendes Bayerisch, dass alle den verstehen können.
Nur hat der natürlich auch an den Grenzen der deutschen Sprache, hat er seine Grenze gehabt, so wie Mehl Spilz und ich auch die Grenzen an der deutschen Sprachgrenze irgendwie hatten. Wir haben mal einen Versuch unternommen in Paris mit unseren Filmen, aber das ist nicht zu übersetzen, da ist nichts zu machen. Da müsste man also in Frankreich einen anderen finden, der das auf seine Art wieder... Und nun hatte ich im dritten Film so eine kleine Szene drin, Bundeswehr, wo ich mich am Schluss des Films auf dem Kopf des Generals für alles, was mir da angetan wurde, während des Films räche, indem ich ihm eine unglaubliche Frisur hinversaue. Das dauert 5 Minuten und das war rein optisch. Und da haben die Leute in Paris eben genauso gelacht wie in Deutschland. Und dann habe ich einmal Tati kennengelernt. Und in dieser Nacht, ich war sehr besoffen, und dann, je ne le comprends pas, hat er zwar immer gesagt, aber wir haben uns schon irgendwie verstanden, und er hat mir gesagt, ich muss unbedingt ohne Sprache das machen, sonst ist das nicht zu schaffen, auch mal über die Grenzen des deutschen Sprachraums rauszukommen. Daraufhin haben wir Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt, gedreht, aber als der fertig war, der Film, war Tati schon sehr krank, ich habe ihn dann nicht nochmal getroffen. Aber jetzt, gut, das ist, ja, Bernhard. Nummer 7 haben wir jetzt. Nummer 7 war Karl Valentin, das war jetzt eben welcher der Ausflug. Welcher Film? Karl Valentin, der Firmling. Ah, ja. Das ist ein, Nummer 8 ist von Keaton, gibt es auch einen, der heißt der Musterschüler oder so ähnlich. Nummer 9 ist My Darling Clementine von Ford und Nummer 10 ist La Strada. Bei mir ist es auch Blow Up. Ja, oder Blow Up ist dann 11, ja. Blow Up ist es auch nur wegen dieser einen Szene im Park. Also, wo das so endlos lange dauert, wie der versucht, das Foto zu entwickeln und man nicht richtig sehen kann, ob das eine Pistole im Gebüsch ist oder nicht oder doch oder so. Und das dauert endlos lange und ich weiß, dem Antonioni wurde damals dann irgendwie die Regie aus der Hand geschlagen vom Produzenten, weil der Produzent sagt, jetzt ist Schluss. Und von mir aus hätte er das noch viel länger machen können. Man sieht nicht, ist das eine Pistole, ist es keine. Und deswegen fand ich den Film so gut. Was habt ihr nach den Filmen gemacht? Nach allen Filmen? Ja. Wann war, oder der letzte, was war der letzte? Ja, also, okay, der letzte, das ist ein krankes Kind. Also da ist, im vierten hatte ich eine Verfolgungsjagd auf dem Tandem. Da, von Tati, also in dem Buch ist eine Zeichnung, also von Tati angespornt, dass ich nun endlich was Optisches machen will, hatte ich, ich kann es jetzt nur erzählen, eine Szene, dass ein Mädchen was klaut im Kaufhaus und der Detektiv sagt, so, die hat was geklaut und jetzt klaue ich das, was die geklaut hat und schummel mich durch die Kasse durch und renne weg, will auf dem Fahrrad, jetzt der Kaufhausdetektiv hinter mir her und das zweite Fahrrad ist ein Tandem, ich vorne drauf und der Detektiv hinten drauf und auf dem Tandem verfolgt er mich und halt, stopp, halt und so. Das war halt optisch sehr komisch. Nun wollte ich das nochmal überbieten im fünften Film und wollte eine Zehner-Tandem-Verfolgung machen. Der fünfte Film, der unser unglückliches Kind ist, der nicht mehr gelaufen ist, das ist alles die Antwort, warum wir nichts mehr gemacht haben, da haben wir uns nicht mehr von erholt. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, da, als es die Mauer noch gab, ist Henry, der hier, ne, der hatte wieder mal eine Freundin, der fummelte immer so, kriegt den 100er dafür und diese eine Freundin wohnte in der Nähe von der DDR-Grenze und ich musste mit und wir haben zusammen einen Hund und ich musste draußen so mit dem Hund so lange und da ist der Hund über die DDR-Grenze in Osten abgehauen und wir haben probiert, den wiederzukriegen. Das war aber, nein, es gibt auch von Billy Wilder einen Film 1, 2, 3, den hat er gedreht, als die Mauer gerade errichtet wurde. Das war mit Horst Buchholz noch und der ist damals nicht gelaufen, das ging überhaupt nicht. Und der hat aber später, so vor 10 Jahren, ist er dann doch nochmal gelaufen. Das habe ich schon überlegt. Unser Film, da es ja nun unsere Mauer zum Glück auch nicht mehr gibt, vielleicht könnte man das jetzt nochmal damit versuchen. Aber ich wollte sagen, das Unglück mit dem Zehner-Tandem. Irgendwie geraten wir in der DDR in so ein Ost-Sportfest. Und da sind auch so Jux-Leute und so weiter, ein Zehner-Tandem. Und der DDR-Bulle hinter mir her, wieder aus irgendeinem Grund, will ich jetzt nicht genau erklären, dann wollte ich auf dem Zehner-Tandem so eine Verfolgung machen. Ich springe hier hin, flüchte drauf, schmeiße den hintersten von den Zehnen runter. Dann den neunten und so weiter. Und jetzt klettern wir so hintereinander her, der immer hinter mir her, über die rüber. Und ich wollte im Bild zeigen, dass ich während der Fahrt dieses Tandem in zwei Teile teile. Dass die dann also so auseinanderfahren. Und das war eben mein Verhängnis, weil... Und das musste ich plötzlich als technische Null auch noch konstruieren. Es sollte also der Polizist sollte auf dem hinteren Fünfer-Tandem sein, hier vorne, und ich sollte auf dem vorderen Tandem inzwischen schon sein, auf Platz 5, der auf Platz 6. Und in dem Moment
sollte sich das abkoppeln und das hintere Teil fährt irgendwie so einen Heuhaufen und dann fährt der vordere Teil weg und dann springt er nochmal auf, rennt hinter mir her und nur habe ich unterschätzt, dass es nicht wie beim normalen Fahrrad ist, beim Tandem, sondern da hängen alle fünf zusammen. Und dieses Tandem, das vordere Tandem, da waren die Bremsen kaputt, wir haben außerhalb der Stadt irgendwo gedreht, rechts und links waren keine, konnte kein Verkehr kommen, es war abschüssig, aber wir fuhren so, dass so ein Läufer, der war sehr sportlich, sagen wir, der lief 13-0, so ein Tempo hatten wir drauf. Und ich war gerade oben mit meinem Fuß und dann bin ich abgerutscht und bin mit dem Fuß zwischen Kette und Ritzel bin ich da gekommen. Und die anderen vier traten aber weiter. Ich hatte zum Glück einen Turnschuh, also der Turnschuh hat mit dem Fuß gerettet. Ich habe geschrien, der war so sportlich, der hat mich noch zu packen gekriegt. Der Schauspieler hat von hinten gerissen und die anderen haben dann so mit diesen Fußbewegungen das Ding so ungefähr nach 30 Metern zum Stoppen gekriegt. Und dadurch, hatte ich 2 Monate Gips und das ist schon erstaunlich, wenn man dann plötzlich so, also ein bisschen als der Chef vom Ganzen nur noch so langsam geht mit Gips, die Kötter, die gehen auch alle ganz langsam. Also wir haben da also 2 Monate verloren und diese 2 Monate, die konnten wir nie mehr aufholen. Und ich habe in meinem Buch, ich habe überhaupt immer nur noch Angst, dass ich es zeitlich nicht schaffe. Und das war einfach zeitlich nicht zu schaffen. Wir haben dann synchronisiert schon, hatten aber die Liebesszene noch gar nicht gedreht. Wir haben dann diese Tandem-Szene weitergedreht im Winter. Wir haben das dann auf so einen Tieflader gebaut, sodass wir dann in Leeren getreten sind. Aber die Landschaft hinten vorbei fährt, der Tieflader aber trotzdem fährt und die Kamera fährt so mit. Und da sieht man auch einmal, wenn man Gipsbein so kurz da reinkommt, und hinten waren die Bäume grün besprüht. Und der fünfte Film ist eben nicht mehr gelaufen. Das war der Grund, warum wir nicht mehr weitergemacht haben. Und da habe ich gerade noch so eben aus diesem ganzen Zeittermin-Hetze eine Pressekonferenz in Hamburg geschafft und habe das, da waren so 3 Berufsrevoluzer drin in dieser, die hätten auch protestiert, wenn irgendein Maler oder bei jedem anderen Film. Und dann habe ich das erklärt, dass ich mir jetzt einen Fuß da reingekommen bin, diese Tandem-Sache, und dass wir aber noch einen Typen gefunden haben, der mir ein bisschen ähnlich aussah, dass der am Anfang das Aufspringen drehen konnte. Und dann stand später in der Kritik, die einzig gute Szene am Film ist diese Tandem-Szene, Verfolgungsszene, aber nur, weil Enke gedoubelt wurde. Und irgendwie waren wir da klar, es musste aufhören. Also wir waren, es ist so ein bisschen uns gegangen in Deutschland, wie Dave Brubeck im Jatz, wir waren einfach mit zur Sache schätzen und den 4, 3 Filmen danach so erfolgreich, dass wir irgendwann, wir mussten da irgendwie weg. Und es war dann auch ordentlich, dass es so war. Wir wollten damals so die, was es damals gab, weghaben. Und irgendwie mussten wohl wir dann auch mal so ungefähr nach 15 Jahren, 16, 17 Jahren wieder verschwinden. So, das ist der Grund, warum wir nie wieder einen Film, wir haben uns davon nicht mehr erholt, von diesem einen Film, der nicht mehr gelaufen ist. Aber nun habe ich nun über das einzig kranke Kind geredet, was wir, Meyer Spilz und ich, irgendwie haben. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben 4 Filme, die also so glänzend gelaufen sind, wie, dass wir also wirklich von Glück eigentlich reden können. Jetzt will ich nach den Filmen dann? Ja, gut. Jetzt sieht das, gut, das sieht alles sehr faul aus. Aber fast bin ich halt wirklich in den 15, 16, 17 Jahren, die wir gearbeitet haben, wir 5 Filme, der hat ja 30 Filme in derselben Zeit, aber er hat es halt übertrieben. Ich habe genauso viel gesoffen wie er, auch genauso viel geraucht wie er, aber er hat auch noch irgendwelche anderen Kiff-Dinger da, aber härtere Sachen, der ist ja nur 38 oder 39 geworden und dann noch die Arbeit. Also, ja, also, das, also es ist nicht faul, 5 Filme in 15, 16 Jahren so. Dann habe ich 1,5 Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen, erstmal wieder. Und nun ist das so wie einer, der immer geschwommen ist, plötzlich ist das Wasser weg, jetzt schwimmt der weiter, aber ohne Wasser. Und ich habe eigentlich auf Halde gearbeitet seitdem. Ich habe meine Notizen also immer weiter gemacht. Ich hatte bei den Filmen so A-Auto, E-Essen, Liebesszene, Verfolgungsjachten, so immer Notizen, was mir so über den Weg läuft, was ich benutzen könnte für Filme, das habe ich da immer weitergemacht und wollte dann noch im hohen Alter von 54, wollte ich das, was ich muss es noch sagen, Tatis, erster Kurzfilm, hieß Soignez votre gauche, so pflegen Sie Ihre, also gardez votre gauche, oder das ist ein Boxkampf auf dem Dorf. Und ich hatte ihm versprochen, ich will auf jeden Fall einen Boxkampf machen und der ist im Weh, wenn Schwarzenbeck kommt, drin. Und mir war klar, okay, Enke, hier in Deutschland ist es alles vorbei.
du musst es nochmal irgendwie außerhalb versuchen, dass du nochmal eine Freundlichkeit von Kritikern oder so kriegst. Aber darüber bin ich tatsächlich 54 Jahre alt geworden. Ich habe plötzlich gesagt, du kannst nicht nochmal von vorne anfangen, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen, das Drehbuch ist fertig. Also ich versuche immer die Faulheit, dass ich also nicht faul gewesen bin seitdem. Das ist da, es ist auch ziemlich gut übersetzt. Also bis Mitte der 90er Jahre hätte ich mir, bin ich auch ins Flugzeug gestiegen. Ich bin hier am Schwitzen, aber die May spielt zwar mit, ich habe eine Valium 15 genommen und die hat mich fotografiert. Also da war ich ja eigentlich schon tot wohl. Also wenn grundsätzlich Los Angeles in Moskau gewesen wäre oder in Peking, dann hätte ich mich irgendwie früher bemüht. Im Übrigen, dann hätte ich mich vielleicht bemüht, auch mal vorher schon. Diesen Film hier sollten wir, also, weil zur Sache Schätzchen einfach ein solcher Erfolg war, wie wenige Filme, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, sind natürlich auch die Amis auf uns aufmerksam geworden. Zum Beispiel gibt es immer noch heute einen, der heißt Cleopatra, mit dem großen Liebespaar damals, mit Liz Taylor und Richard Burton. Der hat auf der ganzen Welt nicht mal die Hälfte eingespielt, was dieser hier allein, Schätzchen in Deutschland eingespielt hatte. Wir sollten unseren zweiten Film, die Paramount-Leute waren da, wir sollten diesen zweiten Film unbedingt in New York drehen. Nun war aber dieses Drehbuch schon fertig und ich wusste, das geht nicht. Also nicht? Diese ganzen Überlegungen, es ohne Sprache mehr mit Optik zu machen, das kam erst später in Verzweiflung. Und ich bin dann am Schluss doch froh, dass wir es hier gemacht haben, denn dieser Film ist doch auch dann schön und manche, die junge Leute, die den eher in der Glotze gesehen haben als Schätzchen, mögen diesen hier lieber als Schätzchen. Und ich bin also froh, dass wir es damals nicht, aber wenn hätten wir es damals sofort machen müssen, in diesem Moment, nach zur Sache Schätzchen, als ich es mit 54 noch wollte, das war lächerlich, das hätte nichts mehr werden können. Aber in dieser Zeit, also so, was ich gemacht habe danach, als ich nochmal meinem Ehrgeiz folgend unbedingt nochmal einen Film in Amerika auf Englisch drehen wollte und so, habe ich zur selben Zeit angefangen zu malen und habe sehr viele Bilder gemalt, so als ob ich mich hier immer nur Landschaften, Gras, Büschel, Gräser, Wälder, Büsche, Blumen, so als ob ich mich festhalten wollte an dem, was ich eigentlich mag hier und das andere nur meinem Ehrgeiz folgend da drüben. Naja, nun ist es also nichts mehr geworden. Es gibt diese Bilder, die vermotten ein bisschen auf meinem Dachboden. Und nun habe ich aber ein bisschen was wenigstens, bin meine weiter wuchernde, sogenannte damals Gagmappe, durchgeforstet, habe die ein bisschen entfilzt. Das sind also das sind mehrere Meter. Dann hat jemand mir die mal ein bisschen abgetippt. Und dann habe ich wenigstens versucht, das noch ein bisschen, was ich da so auf Halde an Ideen für Filme hatte, die ich sowieso nicht mehr drehen werde, irgendwie versucht, ein Buch daraus zu machen. Meine Frage, wie so damals so die Aufteilung war von Regie, Drehbuch und Spielen und auch Ideen gab. Und ja. So, das, ja. Also ich hatte die Theaterstücken, das Dialogeschreiben geübt. Die Theaterstücke waren erfolglos, aber und die May und ich, May hat mir einfach geholfen. Also wir haben das zusammen gefummelt, aber das reine Hinschreiben habe ich gemacht. Aber dass die wichtigen Funktionen, Regie, Drehbuch und die Hauptrolle und nur in den Händen von Zweien war enorm hilfreich. Also, nicht? Naja, im Grunde genommen haben wir beide einen Kopf gehabt, so in etwa. Wenn ich im Übrigen immer von ich rede, ich film, dann meine ich im Grunde genommen immer, May spielt und ich zusammen. Also, die sagt immer, du bist so ein Ego-Kacker, aber ich meine sie und ich zusammen, wenn ich sage, so in etwa. Aber das Schreiben habe ich gemacht und die Regie hat sie gemacht und die Rolle habe ich gespielt. Und bei mir hat sie immer korrigiert, du guck, pass auf, nicht so viel und so. Ne? So. Die anderen Schauspieler auch, so ein Benno Hoffmann so hinzukriegen, das hat alles May Spilz gemacht. Und sie ist generell so ein bisschen die Aktivere, die Mutigere. Sie hat einen Bauernhof geerbt und hat den riskiert und davon wurde zur Sache Schätzchen gedreht. Sie hat so ein bisschen die Wucht nach außen abgehalten von uns. Und ich hab so ein bisschen hintenrum so ein bisschen in ihrem Windschatten so ein bisschen Luft gehabt. So ungefähr war das. Sie ist so die Aktivere irgendwie.
Ohne sie hätte ich meine Notizen, würde ich heute noch in meinem Studentenzimmer in Starnberg machen. Da wäre nie ein Föhn entstanden. Da wäre immer Notizen. Da hätte ich jetzt also 17 Meter unveröffentlichtes Papier. Wie ist denn eigentlich diese Figur gekommen, die für mich immer so einer der ersten Vertreter dessen war, was man heute als Null Bock bezeichnet? Also beim Fernsehen habe ich ganz genau gemerkt, wie man es nicht machen darf. Und dann lernte ich Klaus Lemke kennen. Und der hat einfach nur so eine Kamera in den Wald gestellt und Enke, mach mal ein bisschen links und rechts und so. Du kannst dich bewegen, hier ist das Bild und so. Also, und da waren drei Hauptrollen, drei Jungs, die Fische klauen wollten. Die waren in Hatari gewesen von Howard Hawks, so ein Großwildjägerfilm. Und nun wollten sie das nachmachen, Fische klauen. Haben sie versucht, waren keine Fische drin im Teich. Und dann haben sie noch sich ein Mädchen auch nicht geklappt. Und dann sind sie wieder in Hatari gegangen. Aber es waren drei Hauptrollen. Ich habe gedacht, scheiße, die Rolle von dem anderen Mensch, das ist eigentlich so die gute Rolle. Und der sagt immer so, vorwärts, Angel ausschmeißen, Vorsicht, Polizei kommt und so. Und meine Rolle, die ist eigentlich mehr so. Aber während dieses Kurzfilms habe ich entdeckt, dass ich im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob noch, früher gab es einen Schauspieler, der hieß Jack Palance. Der hatte aber schon so eine Fresse. Und da, wenn es ans Bombenschärfen ging, dann schwitzte der. Aber noch mehr als ich jetzt. Und dann schwitzte der stundenlang und schnaufte und machte. Und das konnte er, diese Action spielen. Und in diesem Kurzfilm habe ich gemerkt, dass es viel schöner ist, gar nicht das machen zu müssen, sondern so lieber so im Windschatten so ein bisschen Luft zu haben und da die Späßchen zu machen. Also im Grunde genommen, dass der Passivere mir viel mehr liegt als der Aktivere. Also, und so bin ich irgendwie beim Schach immer lieber die schwarzen Figuren, im Fußball war ich in der Verteidigung. Also eigentlich liegt mir der Passivere. Oder das Schlimmste früher als Junge war doch immer, Mensch, 8:10 pünktlich in der Schule sein. Das war ja das, ich habe es geschafft, ich bin glaube ich nur zweimal zu spät gekommen. Aber der Traum, einfach mal liegen bleiben zu können, der war da so stark. Und dann habe ich es, als das Studium anfing, dann auch so gemacht. Aber ich bin nicht nur liegen geblieben, ich habe tatsächlich Theaterstücke geschrieben. Aber sagen wir mal, dass die Position des im Bett liegen, das ist etwas faulen, so in etwa entstanden ist, habe ich so in Ansätzen erklärt. Ne? Das, oder nicht? Kat, Sie spielen so wie abgemacht. Hat Ihnen das meine Assistentin nicht gesagt? Von mir liegt es nicht. Entschuldigung, vielleicht, er sollte lockerer spielen. Ach, schade ab. Let's go, wie wir starten. Los, start on. So, wir können wieder. Ruhe bitte. Ableiten. Ableiten. Ton ready. Ready. Kamera ready. Ready. Ton ab. Ton läuft. Darf ich schnell noch was sagen? Shut up. Schnell noch, bevor der Ton läuft, können wir das nicht alles aus meiner Sicht drehen. Subjektiv, dann sieht man mich gar nicht. Verfremdung. No. So wie ich gesagt habe. Ja, das interessiert mich, das mit dem Zündel und dem Kaufhof. Ja. Kaufhaus. Zwei Jahre später war das mit Bader und Enslin. Gab es da Rückkopplungen? Kaufhäuser sollen brennen oder sagen Sie jetzt, nee, wir waren ganz unpolitisch, das stand nicht im Raum, das war reiner Zufall. Nein, das war so. Einer von den von der Kaufhausgeschichte damals, das war der Horst Söhnlein. Der war einer von den dreien, wie wir zusammen, die kleine Front, den ersten Film, wo ich erzählt habe, wo ich gemerkt habe, ich bin lieber nicht der Action-Typ, ich bin lieber hinten dran. Das war einer von den dreien und der war bei der Kaufhausgeschichte in Frankfurt dabei. Und der ist aber der Einzige, der wieder rausgekommen ist, der später wieder sich abgesetzt hat und nicht mitgemacht hat, die schlimmen Sachen, die dann passiert sind. Also, diese Kaufhaussache war passiert und wir hatten den Film daraufhin gedreht. Ach, die war schon. Die war vorher gewesen. Die war vorher gewesen. Und das haben uns die natürlich verdammt übel genommen. War auch so ein Nebendarsteller in dem Film? Nein, wir waren zu drei, die Hauptdarsteller, die in dieser kleinen Front gespielt haben, die aus Hatari gekommen sind, Fische klauen wollten und so weiter. Und der ist dann irgendwie in diese Ecke gekommen und war bei der Kaufhauszündelei dabei. Und das andere waren, glaube ich, Bader, Enslin und. Ja. Und aber Söhnlein ist nicht, der ist wieder rausgekommen aus dem ganzen Kram. Also so, da waren schon, also durch Personenverbindungen, die da schon so eng dran waren, ne? Aber ich, ne? So nah war das schon irgendwie. Das zu dem. Das Wort Fummeln kommt von meiner Oma, aber als ich mich da aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was ich in der Liebesszene bei Schätzchen machen sollte, dann einfach hingeschmissen habe und schlaffen Haare vorgemacht habe
Und dadurch ist das Wort Abschlaffen entstanden, steht heute im Duden. Dieses eine Wort habe ich, ja, das kommt von mir. Und das war auch erstaunlich, dass also wir, also 3 Tage nach der Premiere, mein Freund Klaus Lemke fährt nach Zürich und da sagt schon der Beamte da am Flughafen, zum Koffer gehen Sie schlaffen Haare mal rüber. Das war, also, ja, Oblowurf ist ja schon älter, ne? Ja, aber den kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Ehrlich nicht? Nein, die Verfilmung müssen Sie mal unbedingt gucken. Das Buch auch lesen. Ja, ich habe es nicht. Das ist aber ein sehr dickes Buch. Ein dickes Buch. Aber ich habe eine Frage zu Mays Bild. Ja. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, da haben ja die Mädchen die Brigitte Bardot nachgeahmt und viele davon geträumt, eben auch auf die Leinwand zu kommen. Wieso ist die Mays Pilz nicht in eine Rolle einer dieser Filme gegangen? Wir beide haben zusammen davor, also Mays Pilz hat einen Film allein gedreht, mit sich allein in der Hauptrolle. Das war übrigens damals so, der lief in sämtlichen Botschaften der Welt, weil das war toll, dass nach dem Krieg plötzlich auch mal so ein junges, ganz hübsches Mädchen war, die irgendwas Gescheites macht, das hat man gerne vorgezeigt nach außen. May. Und dann haben May und ich zusammen einen Kurzfilm gedreht und May gefiel ihre eigene Stimme nicht. Also sie wollte lieber nicht spielen. Oder zum Beispiel, dass sie heute nicht da ist mit mir. Ich mag es auch gar nicht mal so gerne, aber May möchte nicht so gerne vor der Kamera, die möchte nicht gerne so gesehen werden. Also sie hat es versucht, aber für nicht dauerhaft. Nein, sie fand es besser, dahinter zu stehen und nicht davor, für sich. Ja, noch irgendwie. Ich so ein Heizding, dann komme ich schon noch in irgendeine Richtung und erzähle. Frage, ja? Also, was gefällt Ihnen selber gerade so an Filmen im Kino und was halten Sie von den Filmen von Helge Schneider? Ja. Also, ja, 2 Fragen. Ja, also erstmal, ich muss gestehen, ich gehe fast gar nicht mehr ins Kino. Ich bin in meiner damaligen Zeit in Göttingen 3-mal mit der Rentenkarte von meiner Oma am Tag. Ich gehe heute nur noch 3-mal im Jahr. Das heißt aber nicht, dass ich mir in der Glotze nicht alles angucke. Also, ja, es gibt auch keine Testbilder mehr. Das Testbild gibt es leider nicht mehr. Ja, schade, das war... Ich sage ungern irgendwas zu irgendjemandem, zu irgendeinem, ja, ich benutze das Wort Kollege zwar ungern, aber also wenn ich jetzt ehrlich sein soll, dann finde ich, dass in der, richtig komische Sachen, also in der deutschen Sprache Karl Valentin gemacht hat, Loriot mit seinen Sketchen und Polt und auch viele, sagen wir, Kabarettisten und in der früheren Zeit Wilhelm Busch und der zerbrochene Krug von Kleist. Also wenn ich so richtig, das, was ich richtig bewundere, wo ich mich richtig kringelig selber lachen kann. So, das ist so eine Antwort. Aber nein, ich, ja, so. Noch eine Frage, oder? Wenn ich irgendwie so richtig angezündelt werde, dann erzähle ich auch noch was. Aber, Also Schulter der Komödianten ist Eric Guinness. Nein, ja, der ist später dann auf dem... Ja, der ist ganz am Schluss, ist es der Generalstabschef, wenn die da so eine erbärmliche Truppe da zusammenstellen. Ne? Aber am Anfang ist so einer, der kommt mit seiner Eulen, die sind schon 50, ja, oder vielleicht 5. Ja, 10 Jahre jünger als ich. Und der schwitzt noch mehr als ich jetzt. Und der wird dann auch gleich umgebracht. Das ist nicht Alec Guinness. Alec Guinness ist auch drin in dem Film. Scheiße, ich komme nicht. Ja, also wer den Namen wüsste, das wäre ja ein reines. Sie können irgendeinen nehmen, ich glaube den. Weil ich glaube, den weiß keiner den Namen. Also wir sind jetzt bei 64 Flaschen Bier. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Mays Bilz und Werner Enke, wie habt ihr euch kennengelernt? In einem Synchronstudio in der Bavaria, völlig im Dunkeln, wo ein Freund und ich für 10 Mark synchronisiert haben. Und da waren auch 3 Mädchen, die haben auch für 10 Mark synchronisiert. Und dann waren der Freund und ich später, ich weiß noch, wie wir uns bei Bratvogeljahren, das war damals das Tollste, was es gab, mehrere Bratvögel, ein paar Flaschen Bier und sind zu den 2 Mädchen gegangen mit den Bratvögeln. Da war May aber nicht dabei. Und dann haben später der Freund und May und ich eine Werbefirma gegründet, die hieß Prometheus Film. Klaus Lemke und ich, wir waren unterwegs als Vertreter, wir wollten Werbefilme drehen.
Und da haben wir so gearbeitet. Wir hatten die Firma Rosenthal, die wollten einen Werbefilm haben, aber die wollten dann auch ein Muster sehen. Und wir haben da so gearbeitet, wir hatten eine einzige Blechbüchse mit einer Schwarzrolle Film. Und die haben wir oben auf den Bücherschrank hängen, haben die Filmrolle so ein bisschen raushängen lassen. Und wenn nun einer kam, ein wichtiger Mensch, der vielleicht auch Geld gegeben hätte, dann ist vorher einer runtergegangen und hat von unten in der Sekunde angerufen. Und dann bin ich ans Telefon und habe gesagt, Entschuldigung, Herr Dr. Berger, wir haben hier gerade eine wichtige Besprechung. Und wir haben, also, und so haben, aber wir haben nichts zu Wege gebracht, 2 Jahre lang. Und der andere Freund von mir, das war so ein bisschen Hochstapler, und der May Spilz wollte damals 5.000 Mark von ihrem Bauernhof locker machen und wollte es in diese Firma stecken. Aber da hat der Freund gleich gesagt, du, in Nürnberg, da gibt es einen Pontiac für 3.000 Mark. Und da hat die May sofort, da war Schluss, hat sie nicht gegeben. Sondern sie hat gewartet, bis Klaus Lemke mit mir Kurzfilme gedreht hat, war da auch immer mit dabei und hat gesehen, dass man Kurzfilme, dass es das einen Sinn macht. Und da hat sie dann ihren Bauernhof angezapft, 10.000 Mark und nochmal 5.000. Und dann hatten wir so einen Kurzfilm, Die kleine Front, der ist auch ein paar Mal schon im Fernsehen gelaufen. Und der lief nachts in Oberhausen und da war die Bude mit Journalisten so voll ungefähr wie heute hier. Und die haben sich sowas von amüsiert. Und in dieser Nacht, in so einer, ich weiß noch, einer ganz kleinen Absteige in Duisburg, haben May und Spilz und ich uns geschworen, jetzt schaffen wir auch einen Langfilm. Der Kurzfilm hat 5.000 Mark gekostet, also schaffen wir den Langfilm auch für 50.000. Und es gibt heute noch das haben wir alles genau aufgeschrieben, was das kostet. Für 50.000 Mark hätten wir den Film gemacht, dann ist Schamoni dazugekommen und hat er vielleicht 80.000 Mark gekostet, dieser Film. Aber ich habe jetzt gar nicht, es war gar nicht nach Geld gefragt, ne? Oder? Nee, nach was war die Frage? Habe ich das ungefähr beantwortet? Aber wie ich sie kennengelernt, ja, so, also gut, ich habe sie letzten Endes mit einem Bratvogel, aber den dann 2 andere Mädchen gekriegt haben und nicht sie. Ja. Welche Rolle hat denn der Schamoni dabei gespielt? Wenn Sie dieses Buch da, Bauchschulterartige Rolle, er ist dann dazugekommen und ich muss sagen, wenn er nicht dazugekommen wäre, hätten mir Spilz und ich unseren Film in so einem Kino vielleicht wie hier 2 Abende vor Freunden vorgeführt und das wäre es gewesen. Aber er war zum Glück Profi, sein Bruder Uli hatte damals schon einen riesigen Erfolg S gemacht, er selber hat einen Langfilm gedreht, schon Zeit der Füchse. Und er wusste halt, dass man so einen Film in alle Kinos bringen muss. Also ich habe ja nur immer die Vorführung gesehen und diesen einen Film und so. Ich muss übrigens gestehen, ich war so verliebt als Junge, von Bambi an bis zu meinem 22. Lebensjahr im Kino, dass ich nicht realisiert habe, dass ein Film aus lauter Schnipseln besteht. Das habe ich erst so ungefähr mit 22, 23 Jahren, als ich diese Fernsehrolle gespielt habe und wir dann immer Muster geguckt haben. Peter Schamoni war wichtig, weil der dann das wusste, wie man so einen Film verleiht. Da war er wichtig. Und wir wollten ursprünglich mit einer Freundin von uns, das war alles schon besetzt, wir wollten anfangen zu drehen mit 50.000 Mark. Die Rolle von Uschi Glas sollte eine Freundin, gerade Erbe Uschi Glas reingebracht. Und ich glaube heute, dass das also sehr, sehr gut war, weil die Uschi Glas irgendwie eine Bürgerlichkeit im guten Sinne verkörperlicht hat. Also nicht spießig, das war der Vater in dem Film, so Typen, die so am Rande des Runterhängens sind, die träumen irgendwie von der Bürgerlichkeit, von der guten Bürgerlichkeit. Und das war sie einfach so. Ne? Die Freundin von uns hätte das nur gespielt. Also Peter Schamoni hat Uschi Glas in den Film auch reingebracht. Und über Geld wollen wir mal lieber nicht reden. Das war also irgendwie so, als May Spilz und ich dann die Bundesfilmpreise kriegten im Sommer danach. Nee, Spilz und ich waren im Grunde mit 50% am Einspielergebnis beteiligt. Und das wäre so viel gewesen, dass man bis zu den Urenkeln im Grunde ausgesorgt hätte. Nur das hat alles nicht funktioniert. Dann hat der Schamoni gesagt, May, du, wenn du ein paar neue Schuhe brauchst, du kein Problem mehr. Also ich deute mal nur die Finanzsachen an, die sich da abgespielt haben. Ich sage dazu sonst weiter nichts, das ist erledigt, die Sache. Wir haben dann mit den späteren Filmen, die wir gedreht haben, dass es gut gegangen ist. Irgendwie. Uschi Glas Karriere und meine sind natürlich verschieden, weil sie hat natürlich was anderes. Sie hat dann diese Serien gedreht, ich nicht. Und ich sage dann immer mal ganz gern, wenn sie nicht dabei ist, dass es doch gerade meine Leistung ist, dass ich all die Ärzte und Förster und drangvollen Gutsherren nicht gespielt habe. Das ist meine Leistung. Also gibt es den Bauernhof noch, der musste nicht versteigert werden. Zum Glück, ja. Aber wenn der Film floppte, wäre der weg gewesen. Ne?
Man kann relativ schnell ein Drehbuch, finde ich, zusammenkriegen, wenn man Gegner hat, die einen wirklich bösartig angreifen. Es ist ja erstaunlich, was diesen verschlagenen Typen alles so einfällt. Man muss dann nur nette Figuren dagegen entwickeln und das ist gar nicht mal so schwer. Und ich bin über zwei Dinge glücklich. Dass, als ich jung war, Kino so viel war, wie es heute zum Glück immer noch ist. Also ich gehe nicht mehr ins Kino, ich gucke aber dann in der Glotze mir die Filme an. Und dass Fußball gleich geblieben ist. Es wäre ja auch möglich, dass diese ganzen Spiele, wenn die da in Tonnen kriechen und so weiter, dass das Kino inzwischen ganz verschwunden wäre. Ist es aber zum Glück nicht. Schauspielereitelkeit, also immer alles mit der rechten Seite gespielt und da gibt es sicher lange Abhandlungen über die Eitelkeit von Schauspielern und da drin, ich habe mir dann also Mühe gegeben, das auf den Punkt zu bringen und der schlaffe Haro, der sucht ja keinen Job, der sucht immer in der Zeitung einen Job und dann findet er eine Annonce in der Zeitung, Schauspieler sucht schönen Spiegel. Der Schauspieler sucht schönen Spiegel, der signiert jetzt natürlich das Buch vorne. Es ist ja auch nicht leicht, der Film ist doch, das kann ich heute sagen, der ist verdammt gut. Und das nochmal hinterher zu überbieten, das ist nicht einfach. Ne? Und wenn man auch noch 30 Jahre doppelt so alt ist und so. Also ich freue mich, dass das immer noch irgendwie gemocht wird nach so langer Zeit. Und das bringt mir auch was und es ist schön. Und also ich bedanke mich auch, dass ihr so da gewesen seid. Dankeschön. Da wird sie ja nun nicht sonderlich, aber nur ein Mensch. Und wie heißt sie? Ich denke, Donald Duck und John Daniel, das sind die beiden.